Moin Moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Alien Isolation. Wir befinden uns, glaube ich, schon viel zu weit. Ich bin schon ewig zu weit gelaufen, weil ich immer noch mit dem Kommunikationszentrum irgendwas machen muss. Kontaktieren Sie die Fähre der Torrance. Letztes Mal bin ich da auch hingelaufen, aber irgendetwas scheint da nicht ganz funktioniert zu haben. Auf jeden Fall müssen wir, denke ich, einfach wieder zurück und dort irgendwo an irgendeinem Terminal irgendwas machen. Du fragst mich jetzt nicht, an welchem Terminal. Aber das werden wir vielleicht noch herausfinden können. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Müssen wir hier unten lang. Und dann wieder ab hier nach oben. Dann geht's wieder nach links. Ich finde, man sieht aber jetzt deutlich besser durch die Einstellung. Der Field of View ist besser. Sind wir schon in der Nähe? Oh ja. Wir sind schon voll geil durchgeschlichen. Oh. Warum musste der mich denn jetzt sehen? Was machen wir jetzt? Kann man den vielleicht austricksen, indem man einfach im Kreis läuft? Oder läuft er ihm jetzt stundenlang hinterher? Wir gehen jetzt hier einfach so mal lang. Wo ist er denn jetzt? Jetzt einfach vor ihm zu flüchten. Ansonsten können wir jetzt mal gucken, was wir hier eventuell noch machen müssen. Und eigentlich müssen wir hier irgendwas noch machen. Oh, ich glaube, der hat mich schon wieder gesehen, ey. Gibt der überhaupt irgendwann auf? Wenn er jetzt hier wieder reinguckt, ne? Dann ist das Spiel mega unlogisch, weil er kann mich ja gar nicht gesehen haben, wie ich hier reingegangen bin. Und er guckt hier rein. Ja, ihr seid solche Arschlöcher! Hör auf mich zu hauen, Mann! Was ist bei dir kaputt? Fuck! Bin ich hier richtig gelaufen? Lol. 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 Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Okay, wir müssen das Ganze noch nah machen. Aber dieses Mal. Ach ja, komm, hau mich kaputt. Aber dieses Mal weiß ich wenigstens jetzt sogar, wo ich hin muss. Okay, Roboter, du hast mir geholfen. Weil ich dachte, ich müsste eigentlich da unten irgendeinen dummen, gammeligen Terminal aktivieren. Aber das ist ja gar nicht so. Wir mussten da oben hin. Du musst ihn ja auch erstmal sehen, bei diesen ganzen verfluchten Gängen, die alle gleich aussehen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Passt schon. Ich finde den Weg. Das muss man nur am Anfang so ein bisschen aufpassen, damit ich nicht gleich wieder scoutet. Das ist hammernervig. Man weiß gar nicht, wie man denen jetzt noch entkommen soll. Soll ich vielleicht irgendwelche Flares denen entgegenwerfen? Und die sind doch nicht blöd. Ich meine, ich bin auch schon um drei Ecken gelaufen. Das hätte der eigentlich schon gar nicht mehr mitkriegen sollen, wo ich lang renne. So, wir machen jetzt einen langsamen Gang, hoffentlich irgendwie an dem vorbei. Darf mich halt einfach nicht wieder sehen. Ganz ruhig. Und da unten was? Müssen wir auf jeden Fall jetzt irgendwie da hoch. Warte mal, soll ich sonst eine Flare da lang werfen? Ich habe keinen Dunst. Ich weiß halt nicht, wo der... Oh. Gott, der läuft hier, glaube ich, lang. Wehe, der guckt hier rechts in die Ecke. Ich glaube, er geht wieder. Wieso bewegt sich das jetzt gar nicht mehr? Steht der Affe da? Ach, scheiße, dass wir jetzt zurück müssen, ist, glaube ich, hammerdämlich. Oh. Na, warte mal, werfen wir jetzt da irgendwas hin? Wir haben eine Menge Leuchtfackeln.
Ah, die ist ja überhaupt nicht weit geflogen. Ich wollte die schön da drüber werfen. Oh Gott, ich glaube, das war gar nicht so gut. Jetzt ist er eigentlich noch mehr fokussiert auf meinen dämlichen Eingang. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach rennen kann. Ach komm, wir versuchen es. Nein! Wieso ist da denn jetzt noch ein zweiter? Okay, jetzt müssen wir einfach versuchen, mal schnell zu sein. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber eigentlich funktioniert es nicht, weil ich weiß nicht, wie man den Penissen entkommen soll. Weil wenn ich mich gleich einfach wieder unten verstecke, das interessiert die ja nicht. Oder hier oben mich verstecke. Kann man hier vielleicht dann die Tür aufmachen? Ich glaube nicht. Scheiße! Externe Kommunikation auf Anordnung von Apollo deaktiviert. Anlage offline. An ausgehende Nachrichten gestoppt. Na super. Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich. Geht das da rein? Jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Wenn das jetzt wieder nicht funktioniert mit dem Versteck hier drin, kriege ich echt langsam eins zu viel. Wozu ist der Scheiß denn überhaupt da? Also die gehen auch straight. Ist ja nicht so, dass die erst alle Dinge aufmachen würden. Nein, die gehen straight zu meinem Versteck und gucken da rein. Wehe, du guckst hier rein, mein Freund. Wehe dir. Verpiss dich. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte auf dieses Menü zugreifen. Wo soll ich wissen, dass sie da auch gleich wieder alles aufmacht, ey? Okay, es geht weiter. Meine Frau. Ladungspacks voll. Okay. Ja, ich komme nicht mehr raus. Kuh verlassen. Ey, dieses Menü ist auch so kacke, ey. Warte mal, hier müssen wir irgendwas hacken. Dazu brauchen wir das, das und dann das. Passt. Was kann man jetzt hier dran machen? Oh, ich drücke auch immer, ich drücke jedes Mal Q zum Bestätigen und Q ist weg. Diane Valaine hier, Captain der Torrance. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland-Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hier spricht Waits, Colonial Marshal auf der Sevastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole, Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Mann! Alter! Stelle ich mich nur zu doof an oder ist das hier einfach mega gümmlich gemacht. So, Kuh. Und jetzt Kuh raus da. Geht doch. Ich glaube, im Gamepad ist das Spiel auch dreimal geiler zum Spielen, ne? Versteht die Tastaturbelegung einfach nicht. So hundertprozentig. Wartet mal. Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Begeben Sie sich umgehend zum Kommunikationsterminal. Finden Sie ein anderes Kommunikationsterminal. Also jetzt brauchen wir so ein anderes Terminal, okay. Weil das nicht funktioniert hat, oder was? Oh, geht's hier überhaupt weiter jetzt? Hier wird einfach da drauf gedrückt oder fahre ich jetzt zurück? WTF. Ich glaube, ich fahre gerade zurück. Ich bin heute sehr verwirrt, keine Ahnung. Finden Sie ein anderes Kommunikationsterminal, interne Kommunikation. Doch, ich muss glaube ich zurück, oder? Ne, ich muss wieder hoch, passt schon. Fehlt so ein bisschen die Fahrstuhlmusik. Okay. Müssen wir also, jetzt müssen wir wieder da hinten hin. Okay. Notwerfen, weil jetzt nochmal eine Flare einfach da hinten hin.
Und so haben wir die das letzte Mal auch einfach ausgetrickst, ne? Das war so ein Geräuschemacher, womit wir die ausgetrickst haben, ne? Das geht, glaube ich, auch. Oh. Oh, nein, 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 nein. Ich wollte schon sagen, es geht eventuell auch so. Geht's, denke ich, auch, wenn der Typ da länger an seinem scheiß Gerät bleibt. Hat er mich gesehen? Nein. Ach komm, verzieh dich da. Ach komm, wir werfen jetzt nochmal. Was haben wir hier? Fackeln. Zünden. Jetzt schön weit. Ach, ist da oben abgeprallt, aber es sollte einigermaßen gehen. Interessiert den, glaube ich, gar nicht. Oder? Doch, er läuft. Oh, die ist. Oh, die ist aber scheiße geflogen. Oh, guck mal, wie kacke die geflogen ist. Keine Ahnung, ob er das jetzt mitgekriegt hat, aber ich hoffe, es ist auch scheißegal. Okay, jetzt kommt diese scheiß Musik, deswegen hat er das wahrscheinlich mitgekriegt. Okay, lauf. Lauf einfach. Lauf. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier geht's auch auf. Waren wir schon? Ja, hier waren wir schon. Mach auf. Jetzt haben wir halt den Vorteil, dass wir den ganzen Part hier eigentlich schon gespielt haben. Nur vorhin irgendwie wir haben vergessen, da oben das scheiß Ding anzuschalten. Strom wiederherstellen. Ich glaube, wir sind den aber jetzt los, oder? Sehe gar keine Bewegung, alles cool. Das können wir auch, glaube ich, einfach nochmal speichern. Tut, 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 tut. Ja. Achso, das EMP-Ding haben wir auch gar nicht mitgenommen. Hier können wir nochmal neu verkabeln. Weiß nicht gerade nicht wozu. Stimmt, und dann waren wir irgendwo hier und ich wusste nicht mehr genauso, warum wir hier waren oder warum es hier weitergeht oder wo es hier weitergeht. Finden Sie ein anderes Kommunikationsterminal. Wie sehen die denn aus, Mann? Alles komische Computerterminal. Ah, okay, hat sich erledigt. Samuels, Sie leben! Ripley hier! Ripley, erzähle, das ist Ripley. Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir Ach, geschafft. Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation, direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Seekson hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich. Das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Seekson hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und die Torrent? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgondel. Okay. Die leben also noch. Immerhin. Was Gutes, oder? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was soll man denn jetzt machen? Wo müssen wir hin? Hier steht noch gar nichts. Scheiße. Oh Gott, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Was soll man denn jetzt machen? Kletter, 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 kletter! Haha! Hoffe ich zumindest, haha. Wie kannst du mir jetzt erklären, was wir jetzt machen sollen? Kehren Sie zu Samuels und Taylor zurück. Samuels und Taylor befinden sich im... Skim Transit. Samus hat ein Transitgondel zu ihnen geschickt. Ja, wo ist, soll die sein? Kehren Sie zu Samuels und Taylor zurück. Zurückziehen. Flüchten Sie durch die Saxon Communication. Ah, okay, wir müssen einfach wieder zurück. Okay, okay. Wenn man irgendwie mal diese komische Karte irgendwie identifiziert hat und entziffert hat, dann geht's einigermaßen. Hier auch noch durch. Und hoffentlich kommen wir dann da vorne irgendwo raus. Wo irgendwie nicht 20 dieser dummen Androiden warten. Wir haben ja schon vorhin auch mal mehr gesucht. Dürfte jetzt nicht viel extremer sein als gerade eben, oder?
ja überhaupt nicht nervig. Dieses Diu, 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 Diu. Da unten läuft einer. Kommt der hier hoch? Ich laufe auf irgendjemanden voll zu. Der irgendwo unten links jetzt. Da muss einer sein. Und auch direkt vor mir. Aber ich muss hier raus. Mann, da hätte ich nicht nochmal speichern können? Ich glaube schon, scheiße. Ich bin die ganze Zeit voll angespannt, muss ich sagen. Deswegen fällt es mir gerade echt schwer zu kommunizieren mit euch. Ich habe Angst, hier irgendwie Scheiße zu bauen. Mann. Was soll ich denn jetzt mit dem Typen da hinten machen? Gammelt da ja nur rum. Gibt's noch einen anderen Weg? Oh, er geht. Um die Ecke schleichen? Ich hoffe doch. Gott, 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 Gott. Lass mich doch einfach hier durch. Ich will meine Ruhe haben. Bitte, 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 bitte. Bin ich überhaupt richtig? Ja. Bin auf dem richtigen Weg. Jetzt komme ich hier unten raus, okay. Jetzt ist noch die Frage, wie viele gammeln da hinten noch rum? Oder gammelt eventuell da noch einer? Dies ist die Kommunikationszentrale. Zutritt nur für Sixen-Personal. Oh, hinter mir ist einer. Oh, was ist los? Was ist los? Was ist los? Oh Gott, da rechts war einer. Hat er mich gesehen? Ich glaube nicht. Ne, der chillt. Oh Gott, warte mal. Ah, bitte gucke einfach nicht hierher. Oh shit, Mann! Oh shit. Lauf einfach, lauf einfach, lauf. Aber ich hoffe, wir müssen jetzt hier wieder runter, ansonsten habe ich keinen Plan. Drück, 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 drück. Ich hoffe, das geht jetzt hier runter, ansonsten weiß ich auch nicht. Warte mal. Flüchten Sie zurück durch die Sechsen. Okay, ich hoffe, wir müssen echt komplett zurück, oder? Warte mal, wir waren gerade die ganze Zeit hier, hier, hier und jetzt fahren wir wieder runter. Ja, okay. Oh Gott. Halleluja, das war echt anstrengend. Kann man jetzt wieder bitte speichern? Ich möchte ihn speichern. Ich möchte aufhören. Das war genug Stress für heute. Kann man hier nicht sogar irgendwo speichern? Da vorne hätte ich speichern können. Scheiße. Hier kann ich jetzt nicht speichern. Scheiße. Sind jetzt hier auch neue Roboter aufgetaucht? Was ist das? Was zur... Irgendwas trampelt hier hammerkrass. Konnte man da nicht speichern? In dem Raum? Fuck! Okay, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Hier einfach durch. Und dann rechts um die Ecke ist safe. Speichern. Lol, 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 lol. Das war echt nervenaufräumend heute. Boah, ich bin echt furchtbar angespannt gewesen, diese Folge. Ich hoffe, ihr auch. Ihr seht uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge von Alien Isolation. Und dann versuchen wir weiter diesen verdammten Robotern zu entkommen. Die gehen mir echt auf den Keks. Ich möchte gegen das Alien kämpfen, nicht mehr gegen die Roboter. Auf jeden Fall. Bis gleich.